Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Heute geht es um die Frage: Glauben Sie an Informationen im Internet? Zuerst erzähle ich von meinen persönlichen Erfahrungen, spreche dann über die Vor- und Nachteile. Berichte anschließend über die Situation in meinem Heimatland Vietnam und am Ende kommen wir zu einem Fazit. Ich persönlich surfe viel im Internet und benutze sehr viele soziale Netzwerke. Wenn ich etwas suchen möchte, bestimmte Informationen, dann google ich gerne nach Antworten. Das Internet hat viele Vorteile. Denn man spart viel Zeit, in Büchern zu suchen oder zum Einkaufen in die Stadt zu gehen. Es gibt viele informative Seiten, die nützlich sind und man lernt die Welt über das Internet kennen. Doch das Internet hat auch viele Betrüger. Viele Menschen nutzen das Internet, um zu betrügen. Manchmal sind im Internet gekaufte Waren gefälscht. Genau wie gute Informationen gibt es auch schlechte Informationen im Internet. Kommen wir zu der Situation in meinem Heimatland Vietnam. In Vietnam läuft fast alles über das Internet. Jeder nutzt gerne das Internet, um zu kaufen und um zu verkaufen. Das Internet wird von der Arbeitssuche bis zur Bestellung von Lebensmitteln benutzt. Meiner Meinung nach sollte man im Internet sehr vorsichtig sein. Man muss aufpassen, von wo die Quellen sind und sollte am besten auch Bücher zur Absicherung nutzen. Das war mein Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.